Hallo liebe Fleckviehzüchter, ich bin die Marke Trauter von der Firma Medtrust. Wir haben die Velion Ketonkörpermessgeräte und ich möchte euch jetzt sagen, wie das am besten funktioniert mit der Blutentnahme, mit dem Gerät, die ganze Handhabe. Also am wichtigsten ist, dass man sich zuerst das Gerät herrichtet. Man nimmt einen Teststreifen zur Hand, gibt den richtigen Codechip ins Gerät, schaltet dann das Gerät ein, indem man einfach nur den Streifen ins Gerät steckt. Wichtig dabei ist, dass man da vorne die Stelle, wo das Blut aufgesaugt wird, nicht direkt angreift, weil da ansonsten schon irgendeine Flüssigkeit eingesaugt werden kann und das kann die Messung verfälschen. Sobald ich dann den Streifen drinnen habe, erscheint noch einmal der Code, der auch da am Chip draufsteht, und dann kann ich eigentlich mit der Messung schon beginnen. Und dann gehen wir zur Kur. Okay, zur Blutgewinnung muss man sich die Lanzette vorbereiten. Dafür dreht man einfach die Kappe runter. Dann kann man es ganz einfach abziehen. Die kann man dann zur Seite geben. Dann geht man hin zur Kuh, bildet eine Hautfalte. Am besten den Finger ein bisschen dahinter. Andrücken, bisschen drauf bleiben, etwas warten und dann kann man. Den Blutstropfen hier und einfach das Gerät in den Blutstropfen halten. Dann beginnt die Messung und innerhalb von 8 Sekunden erscheint dann das Ergebnis. Neben der äußeren Scham bietet sich natürlich auch das Ohr, also die Hinterseite vom Ohr zur Blutgewinnung an, da hier relativ viele Venen sichtbar sind, also da kann man auch sehr leicht an Blutstropfen gewinnen. Am besten sucht man sich im Vorhinein die Vene heraus. Macht das Ganze ein bisschen, rubbelt das Ohr ein bisschen, damit der Blutfluss auch angeregt ist. Drückt dann mit der Lanzette eben wieder ab. Da haben wir schon einen sehr schönen Blutstropfen, mit dem die Messung wirklich gut funktioniert. Jetzt generell zum Gerät. Es ist sehr wichtig, dass man immer den richtigen Codechip zur richtigen Chargennummer der Streifen verwendet. Also auch immer darauf achten, dass man, wenn man jetzt wirklich eine neue Streifenpackung aufmacht, auch den Codechip wechselt. Was noch sehr wichtig ist bei der Lagerung vom Gerät her, man sollte es irgendwo lagern, wo es Raumtemperatur hat, da es eine Betriebstemperatur von 10 Grad hat und das jetzt, wenn es im Winter irgendwo draußen liegt, funktioniert es erst einmal nicht. Dann steckt man den Streifen rein, probiert es einzuschalten und das schaltet sich aber gleich wieder ab. Da kann man sich Abhilfe schaffen damit, dass man es irgendwo einsteckt oder eben wie gesagt bei Raumtemperatur lagert. Ganz wichtig ist auch, dass man die Streifen wirklich nirgends lagert, wo es frieren kann, weil die nämlich ein Enzym beinhalten, das erfriert, wenn es zu kalt ist und dann kann nichts mehr, keine Messung mehr stattfinden. So, jetzt sollten eigentlich alle Unklarheiten für eine Messung beseitigt sein und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit unserem Gerät von Velion